Da bin ich sehr dankbar für. Telefon ist auch auf laut. Nicht, dass ich es nicht höre. Aber wie gesagt, es kann immer sein, dass meine Großmutter sich meldet. Oder die Rednerin könnte sich vielleicht auch nochmal melden. Es gab da, glaube ich, noch ein paar Unklarheiten. Deswegen, ne? Nicht wundern, wenn ich da mal jetzt oft verschwinde. Hey, da sind wir wieder. So, ich habe, bevor ich in das wunderschöne Wochenende eingetaucht bin, hatte ich noch. Oh, warte mal. Ah, ich habe sogar was bekommen. Das ist. Okay, das eine ist von Mappa. Ich habe, glaube ich, was verkauft. So, wurde erfolgreich beendet. Ja, sehr geil. Geld, ne Geld entnehmen. So. Dann hat mir die liebe Mappa nämlich noch Zwiebeln geschickt. Oh. Tschüss. Muss ich mich nochmal bei ihr bedanken. Ist abgelaufen, okay. Wir haben nicht genug Inventarplatz. Aber hier, sehr gewiss, erfolgreich. Okay, Geld entnehmen. Habe ich noch was verkauft? Ja. Okay, der Rest leider nicht. Den muss ich da nochmal reinstellen. Und nicht wundern, wir sind jetzt hier wieder im Auenland. Denn ich habe das Buch der Taten noch ein bisschen weiter gemacht, bevor ich am Freitag ins Bett gegangen bin. Da habe ich, glaube ich, bis 0 Uhr noch dran gesessen. Wir müssen jetzt nur noch kein Outfit für verdorbene Kuchen und Auenland Braumeister machen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum die Braumeister mir noch nicht angezeigt werden hier in der Liste an sich. Ich habe bereits mindestens eine Quest schon für die fertig gemacht. Und ich verstehe nicht, wieso da nichts kommt. Die Aufträge muss ich auch noch machen. Breland. Ja, ich habe jetzt hier so eine ganze Ecke. Rüstenraub. Brauche ich doch gar nicht. Handwerksquest brauche ich doch gar nicht. Das ist so schwachsinnig. okay. Ja gut, Geschenke können wir gerade noch nicht machen. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal was aus meinem Inventar loswerden. Ganz, ganz wichtig. Nein. Ist das Auktionshaus nicht sogar hier hinten irgendwo? Ausbildungshalle, Verkaufshalle. Ah, Auktionshalle. Okay, super. Hinein. Was benötigt ihr? So, jetzt muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt verkaufen können. Ja, da so viel Schrott noch mit bei. Eberschenholz. Warte mal. Machen wir das mal. Bestätigen wir einfach mal. Hauptsache, es wird hier ein bisschen leerer. Ich weiß nicht, was wir hier mit diesem. Oder habe ich vielleicht den Fehler gemacht, dass ich das Bier verkauft habe und dass ich das vielleicht irgendwie trinken müsste. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Braumeister funktioniert. Ne, toll. Kann ich das handeln? Nö. Okay, dann nicht. Habe ich hier noch irgendwas, was ich handeln kann? Was ich nicht mehr will? Schlüssel würde ich gern behalten. Goldschmiedekunst, das brauchen wir ja auch noch.
Mal, welches davon brauche ich nicht? Das brauche ich nicht. Gegenstand kann nur zur Erfüllung von Aufträgen abgegeben werden. Okay. Gehe mal von aus, das sind die Sachen, die ich brauche. Oder? Jupp. Verkaufen wir das auch nochmal, weil dann kann ich den Schmuck nämlich gleich nochmal neu verkaufen. Dauert jetzt gerade hier alles ein bisschen. Viel Schrott will ich auch nicht viel haben. Das ist mir einerlei tatsächlich. Okay, und das andere sind alles die Sachen, die ich für die für den Ruf brauche. Ja. Ah, okay. Sehr schön. So, dann können wir wieder ein bisschen was entnehmen. Yep, einmal. Wieso wollte man meine Eier und Zwiebeln nicht haben? Ich kann mal den Biss nicht haben wollen. Okay, das lasse ich da erstmal noch drin. Das sind meine Kuhköpfe. Hier, das kann ich noch entnehmen. Komm, das nehme ich auch nochmal. Und setze ich alles noch einmal neu rein. Ja, jetzt. Super. Und wir haben ein bisschen mehr Platz. So, die Sachen würde ich gerne erstmal noch abgeben. Tatsächlich. Das heißt, wir müssen gleich erstmal Monster kloppen. Juhu. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen Und falls einer erweisen? von euch eventuell weiß, wie Hallo? das mit dem Braumeister funktioniert, bitte sagt es mir. Man soll ja, glaube ich, für diese mehr oder diese einzelnen Gasthäuser ja Quests erfüllen. Aber irgendwie. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich gucke noch mal, ob ich da was zu finde. Baumeister, ja. Ja, nee. So. Ja, weil für den einen hier in Michelbinge sollte ich das Rezept tun. Das haben wir gemacht. Das haben wir, meine ich, sogar on-stream gemacht. Ich kann noch mal gucken, ob der noch eine Quest für uns hatte. Kann auch sein, dass ich was übersehen habe. Das ist durchaus möglich. Aber ich meine, dass das hier das Bier dafür sein müsste, was wir da bekommen haben. Wir schauen einfach. Er kann ihr eigentlich nicht schaden, oder? So, Adler und Kind. Nein. Was darf ich an diesem wundervollen Tag für euch tun? Jupp, okay, da ist die Quest definitiv weg. Oder wird die da einfach nicht angezeigt? Mal gucken. Ich glaube, dann müsste man als nächstes zum grünen Drachen, aber ich glaube, die Quest haben wir ja auch schon gemacht. Wir schauen einfach. Wir gehen jetzt einfach jedes einzelne Gasthaus ab, bis ich da irgendwas habe, was ich brauche. Kann ja nicht so schwer sein eigentlich. Weil eigentlich sitzen wir ja bereits im Breland. Wurden da, glaube ich, Richtung Norden weiter hoch, wenn ich mich recht entsinne. Da hatten wir in den Hügelgräberhöhen noch was. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Weil wir sind halt so kurz davor, hier das Ding durchzumachen, das gute Taten. Deswegen dachte ich, kann man ja mal versuchen.
Und wenn nicht, ist auch nicht wild. Das wäre halt cool. Sind halt nur noch diese eine Sache, glaube ich, ne? Ah, ne, und der Kuchen. Kuchen aus Michelbinge. Wo war denn der Kuchen? Okay, da bin ich wohl dran vorbeigerannt. Aber den Kuchen müssen wir nicht unbedingt heute machen. Ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Der Kuchen ist halt schon ätzend. Du musst aber durch das komplette Auenland, nur um diesen scheiß Kuchen zu finden. Und dann immer wieder nach Hobbingen, glaube ich. Nein, die Kupferader brauchen wir nicht mehr. Und ich glaube, ich habe beim Handwerk... Ja, hier habe ich Lernen jetzt fertig. Mach mich an den Gesellen beim Goldschmied. Schürfer ebenso. Und Koch habe ich den Lehrling auch fertig. Also da habe ich mich auch noch mal ein bisschen reingesetzt gehabt am Freitag. Da ist der grüne Drache. Also steht halt doch nichts, dass man da irgendwas von behalten muss. Steht halt nur diese Quest, die man machen muss. Okay, hier ist auch nichts. Hört auf, hier herumzulungern und sagt mir, was ihr wollt. Ja. Ich lungere hier so viel rum, wie ich möchte. Aber auch nichts an Quests. Nee. Gut, das heißt dann... nach Froschmoorstetten. Es könnte sein, dass wir da auch noch keine Quest hatten. Schauen wir mal. Achso, das ist das. Pferdchen. Ja, so richtig. Einen Balken und helft Ponto Hopfenblüte beim Sammeln von Froschhopfen. Hatten wir das nicht auch schon? Weil wir den Hopfen gepflückt haben? Es kann auch sein, dass ich das mit meinem Privatjar verwechsel. Die Quest habe ich jetzt, glaube ich, relativ oft gemacht gehabt. Bin ich richtig? Froschmoorstetten. Und da ist das Gasthaus. Zum schwimmenden Balken. Gut, schauen wir mal rein. Kann ich euch irgendwie helfen? Okay, Quest hier haben wir. Wo auch schon gemacht. Mappa, vielen, vielen lieben Dank für dein Prime Resub. Und Hallöchen, ich hoffe, es geht dir gut. Ah, die vielen süßen Kätzchen. Wir sind hier gerade so ein bisschen rumsuchen. Also nicht wundern. So, dann zum goldenen Barschen. Benötigte Hefe, das hatten wir doch auch schon. Geht nach Dachsbauten ins Flug und Sterne. Okay, Dachsbauten werden wir noch nicht gemacht haben. In Stock werden wir gewesen sein. Ich meine, da hatten wir die Hefe geholt. Ich meine, da hatten wir das. Gerade mit Mittagspause ist ganz schön anstrengend. Und das so, ich bis 16 Uhr durchhalten. Oh, das tut mir richtig leid. Aber glaube ich, dass das anstrengend ist. Aber ich hoffe, es läuft soweit gut. Genieß deine Mittagspause. Aber viel hast du bisher nicht verpasst. Wir sind eigentlich nur dabei, diese eine Tat irgendwie fertig zu kriegen. Das ist ein Buch der Taten, aber irgendwie stellt sich das ja ziemlich schwierig heraus.
Und dann halt noch den blöden Dreckskuchen machen. Und einige Viecher kaputt machen. Vakarius, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen schönen Start in die Woche. Und ein schönes Wochenende. Ja, bei mir ist alles gut. Hab heute mal ausgeschlafen. Und ja, soweit. Alles in bester Ordnung. Luianus, Hallöchen. Ein Mensch, der Lotro spielt in unserer SIP hockt. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, ich bin neu. Ich bin neu bei euch. Mit meinem zweiten Streaming-Char und mit meinem Privat-Char bin ich bei euch. Da hocke ich meistens so ein bisschen gemütlich in der Ecke, sag ich mal so. Aber vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Wenn ich mich verbinden muss, noch etwas Papierkram erledigen. Oh Gott, das habe ich Gott sei Dank schon hinter mir. Papierkram habe ich. Ist weg. Habe ich schon zu den Akten gelegt. Muss ich erst wieder in 2 Wochen. In 2 Wochen muss ich wieder ran. Da geht die ganze Scheiß-Buchhaltung von vorn los. Ich habe keinen Bock. Buchhaltung ist für mich so das Schlimmste. Diese ganze Papierkram, dann alles kopieren und einscannen. Ich hasse es. Ich krieg die Krise. Ich finde es zu kotzen. Das ist so ekelhaft. Karajos hat mir gerade von jetzt. Ist jetzt sehr cool. An sich läuft das, aber das mit dem Excel-Schreiben so dauert länger bei mir. Bei mir dann immer so akkurat sein. Ah, okay, ja, Excel. Ich bin mit Excel auf Kriegsfuß. Ich komme mit dem Scheiß nicht klar. Fallen dir bei Buchhaltung deine Sünden ein? Ja. Ja. Ganz gewaltig. Und ich habe diesen Monat gesündigt. Und das ist. Ja, nicht schön. Das. Nee, ich hasse Buchhaltung. Buchhaltung ist scheiße. Und meine beste Freundin liebt es. Meine beste Freundin liebt Buchhaltung. Ich habe schon gesagt, ey, komm, mach du die Buchhaltung für mich, aber das will sie nicht. Ich will für mich die Buchhaltung nicht machen. Kann ich aber verstehen. Ich hab da wirklich keinen Bock drauf. Da musst du Stormy Bescheid geben, dass du den Streamer-Status bekommst. Dann werden deine Streams bei uns im DC angekündigt. Ah, okay. Ja, sehr cool. Ja, mit meinem anderen Streaming-Show, mit dem ich ja bei euch bin. Da spiele ich immer mit einem Kumpel. Da sitzen wir gerade. Oh Gott, warte mal. Wo sitzen wir denn? Irgendwo hier bei der Wetterspitze hocken wir gerade. Also wir sind noch nicht weit. Aber es läuft. Es läuft. Ich hatte jetzt halt nur überlegt, okay, er hat nicht ganz so viel Zeit zur Zeit, weil er auf Jobsuche war und dann einen Job bekommen hat und dann, ne, war das alles so ein bisschen drunter und drüber. Dann dachte ich, komm, mache ich noch meinen eigenen Char. Und dann hat Stormy mich entdeckt und kam hier einmal reingeschneit und ja, dann hatten wir uns so ein bisschen privat unterhalten. Ja. Dann war ich eigentlich auch schon bei euch. So ganz, ganz flugs. Ich mach dir die wieder schön. Ja, danke, Mappa. Da bin ich auch echt dankbar für. Drück dir mal in den Mittagsschlafflug rein. Vielleicht sehen wir uns ja nachher noch. Ja, wäre cool. Wäre cool. Und viel Spaß im Lurk. Wir haben übrigens auch ein Lurk-Command. Also einfach Ausrufezeichen Lurk. Wenn man es möchte. So, ist das jetzt die richtige? Bin ich hier? Dexbauten, ja. Genau, dafür kann ich auch ein Lied erzählen. Ist mir auch passiert. Schwupps, war ich in der Sippe. Ja, so rutscht man rein, ne? So rutscht man rein. Ich bin eigentlich auch nur durch einen anderen Lotro-Streamer
wieder auf Notro gekommen, weil ich dachte, oh ja, stimmt, das habe ich ja auch noch installiert. Da hätte ich jetzt eigentlich mal wieder Bock drauf, weil ich habe heute vorher FF14 gezockt, da war ich dann im Endgame sozusagen. Da kommt ja im November dann Endwalker raus. Da geht es da natürlich erstmal wieder weiter. Aber ja, dann dachte ich, okay, um die Zeit bis Endwalker zu überbrücken, komm, machen wir hier Lotro wieder. Ah, und ich habe meine Liebe für Lotro wieder entdeckt. Das ist so. Richtig, Akarius, richtig. Genau über den bin ich drauf gekommen. Das war reiner Zufall, weil ich halt mal so geguckt habe, was habe ich für Spiele, wo ich mal einen Stream zu sehen möchte. Und er war zu dem Zeitpunkt gerade der Einzige, der das halt gemacht hat. Und auch zu einer Uhrzeit, wo ich halt mal Streams gucken kann. Da dachte ich so, yo, komm, schoss mal rein. Und ja, dann ging das eigentlich alles ganz schnell. Und jetzt stehe ich hier schon wieder. Okay, das kann ein bisschen dauern. Aber Lisa singt man doch. Ja. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Das ist sehr schön. So. Wo soll jetzt hier was sein? Ah, nee. Ach ja, das ist ja hier nur die Wachstube. Ja, natürlich. Flug und Sterne, Flug und Sterne. Was ist das denn? Bin ich blind? Bin ich blind? Was ist das da oben? Jetzt muss ich erstmal suchen. Jetzt muss ich erstmal suchen. Da, da! Ich habe mich einmal vertan. Ein. Juhu, und er hat eine Quest für uns. Gasthof Flug und Sterne. Darf ich euch einen Sehr schön. Moment eurer Zeit stehlen? Mhm. Noch irgendjemand? Ja, nein. Gut. So. Und wehe, wenn ich danach diese Tat nicht kriege, ne? Dann den Rest nicht aus. Und wieder zurück, Marsch, Marsch. Silber. Ich brauch Silber. So. Sehr schön. Okay, mein Inventarplatz lässt zu wünschen übrig. Aber ich brauche es nun mal. Ach ja. Und das nur, weil ich mich um den Ruf kümmern wollte. Nur deswegen ist bei denen mit da wohl. Muss ich gleich auch unbedingt noch eine Quest abgeben. Das stimmt, das habe ich nämlich. Wir sind jetzt Freundin der Matum-Gesellschaft. Das habe ich nämlich auch noch geschafft. Frag nicht wie, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt. So, und wo muss ich jetzt wieder hin? Finde das Gipspulver. Die speerwerfende Bilbisse. Naja. Oh nein, ich muss mal wieder in die Ecke rein. Oh. Das wird wieder eine langwierige Aktion. Hallo, Halros. Da war noch Silber, ich weiß. Schweren Herzen reite ich mal dran vorbei. Warte mal, was... Machen wir das einmal. Und wo ist denn das eine Item jetzt da? Will ich einmal noch den Laden durchstören? Nein, nein, nein.
hier mal verkaufen. Wo ist denn der andere Umhang? Die kann ich auch einmal verkaufen. Ich finde den anderen Umhang nicht. Da kann ich den gar nicht verkaufen. Da! Tada. Und wieder etwas Platz geschaffen. Und ich habe mir schon Platz gekauft. Wie teuer ist das denn eigentlich? Hm? Ich will jetzt einmal kurz wissen. Dann weiß ich, worauf ich es sparen kann. Mir fehlen noch genau 90. Leck die Klofeu. Naja, okay. Muss ich erstmal damit klarkommen. So, speerwerfende Bildwisser. Sollte hoffentlich ja kein Problem sein. Und ich hoffe, wir kriegen dann auch was hier von unseren Sammelaufträgen. Warte mal. Ja, wir nehmen noch eine ganze Menge. Ganze, ganze Menge. Könnte etwas dauern. Zerbrochene Dolche. Gut. Und tschüss. Okay, 400 habe ich davon erst. Hol ich auch noch mal ein bisschen. Kommt hier, meine süßen kleinen Bildwisse. Frag mich nur. Und da drei Ringe sind. Das ist ein Auftrag mit bei. Aus der Ferne. Was ist das da aber für ein Ring? Was wie die hier. Okay. Muss ich nicht verstehen. Wird sicher seine Gründe haben. Weg. Kann ich da was lagern? Nee. Oh, hier ist Platz für. Wie teuer ist der? okay.
Ja, sehr gut. Das bleibt dann da auch. Warte mal. Ja, sehr gut. Kommt jetzt erstmal das da rein. Wenn ich der Croft will, kann ich es dann immer noch wieder rausholen. Na, hab's gleich. Perfekt. Wir haben die Bewässerung. Okay. Aus der Ferne. Und Dornbläser. Gipspulver. Das. Was ist das Ding da unten? Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Weiß nicht, wo das herkommt. Wir brauchen noch ein paar Schwertscheiden. Oder kann man sich diese Items auch über das Auktionshaus kaufen? Also in der Not. Ich glaube, bestimmt auch, oder? Ja gut, aber die Schwertscheine kriegen wir hier auf jeden Fall zusammen. Jupp, und haben wir hier gut. So. Den nehme ich dann aber nicht nochmal an. Das mache ich dann irgendwann offscreen mal. Jetzt können wir die Quests erstmal abgeben. Und dann einmal auf die andere Seite muss ich. Ja, schreib dir mal. Wir hauen jetzt hier ab. Aber ganz flugs. Den Aufgaben. Nö. Will ich nicht. Einfach nur nein. Ist schon Zweige. So. Muss ich sie umbringen oder? Nee, da. Perfekt. Hier ist das Gipspulver. Und zurück. So, was haben wir denn dann gleich im Breler noch alles? Ach du Scheiße. Gut, dann haben wir hier was.
Leitung Epos. Okay, hier habe ich auch noch irgendwas. Wusste gar nicht, dass ich noch was vom Prolog übrig habe. Oder habe ich beim letzten Mal irgendwas angenommen, ohne es zu wissen? Einen Moment. Ja, wir nehmen die Kupfer, die gefüllten. Und dann einmal hoch. So, Hallöchen, Herr Gastwirt. Guten Tag. Juhu. Ja, sehr gut. Jetzt ist es wirklich nur noch der Kuchen. Okay, dann wurde es dafür nicht richtig angezeigt, sondern man musste einfach die Gasthäuser ablaufen. Sehr gut. Weil ich neige nämlich dazu, hier diese Aschepartikel zu sammeln. Ich brauche da noch mehr von. Wobei ich gern wüsste, wie man die sonst noch kriegen kann. Der Aschepartikel. Ich will mal einen Mount haben. Was ich da entdeckt habe. Ja, schließen. Du kannst ja noch das Herbstfest machen. Dort auch eine Tavernentour machen. Oh, yeah. Ja, das Herbstfest habe ich beim letzten Mal ja auch ein bisschen gemacht. Da war ich in diesem Spukhaus, wo man da diese Hobbits und so weiter drin finden muss. Da habe ich ein bisschen rumgeturnt. Vielleicht schauen wir da nachher auch nochmal vorbei. Mal gucken. Warte mal. War jetzt, glaube ich, blöd. Ich kann da, glaube ich, auch Kuchen mitnehmen, oder? Mal. Kuchen. Dachsbauten, ja. Dann suche ich nochmal nach dem Kuchenfuzzi. Weil wenn wir eh nach Hobbingen gehen, kann ich auch noch Kuchen mitnehmen. Kuchen. 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 Wer hat der Kuchen für mich? Kuchen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Kuchen. Bei meinem Glück werde ich wieder entdeckt. Ganz ehrlich, dann gehe ich einfach hier hinten lang. Verfressene kleine Hobbitze. Warum sind die immer hinter Kuchen her? Ivo, da bin ich wieder. Ich hab deinen Kuchen verloren. Bitte wartet eine Minute. Steht da aber halt auch echt mega blöd. Dann ist da direkt einer. Kann ich mich hier irgendwie hochbacken? Nee. Warte, aber da ist der eine gerade weg. So, perfekt. In Dachsbauten brauche ich immer mehrere Anläufe. Die stehen da so bescheiden. Also wer die da so platziert hat, der hasst seine Mitspieler.
So, dann einmal einen Bogen um dieses Dorf machen. Nee, doch, können auch da lang. Ja. Aber wahrscheinlich verliere ich den dann wieder kurz vor Hobbingen, weil ich den Fluss überqueren muss. Eine Kartoffel! Und ich kann sie nicht mitnehmen. Ich will meine Kartoffel. Wobei Kartoffeln sind ja gar nicht so schwer zu finden. Am schlimmsten sind Zwiebeln. Ich finde einfach so keine Zwiebeln. Blaubeeren. Ich brauche ja auch. Ja, ne? Läuft. Das ist die Frage, gehe ich darüber? Da hinten ist bestimmt ein Hobbit. Ein hungriger welcher. Ich glaube, ich gehe lieber über die kleine Brücke. Sollte ja eigentlich kein hungriger Hobbit stehen. Eigentlich. Nein! Ich hasse es. Vor allem am schlimmsten läuft die Zeit auch noch weiter. Also manchmal könnte ich Lothar an die Wand klatschen. Beim letzten Mal hat's muss oder stand ich da so lange, dass die Zeit dann um war. Oh, ich darf wieder. Sehr schön. Hab ja noch genug Zeit. Ausnahmsweise. Jetzt nicht ins Wasser fallen. So. Und wehe, ich verliere den Kuchen jetzt. Wehe. Wehe. Okay, das ist nur ein Bauer. Da ist einer. Tada! Musste mich gestern ausloggen und wieder einloggen. Hat sie sich nicht von allein behoben. Oh, das ist scheiße. Hatte ich aber auch schon. Ist zwar lange her, aber hatte ich auch. Zurzeit reicht es, wenn ich einfach stehen bleibe. Ja. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. So. Wie sieht's mit dem Ruf aus? Ja, es wird. Es wird. Nein. So, was brauche ich denn noch alles? Dreckhaufen. Leichte Panzer. Verbogene Klauen. Schmieriger Schleim. Schmutzige Ohren. So, Lobelia will noch irgendwas von mir. Erntefest machen wir eventuell später. Ruf. Hier will ich dann erstmal die Sachen abgeben.